bleibt auf Sparflamme und das bis nach Ostern. So lange sollen die Einschränkungen wegen der Corona-Krise mindestens gelten. Darauf haben sich Bund und Länder verständigt. Das ist das Einzige, was an diese vielen Toten erinnert hier. Ein Haufen Müll. Das ist 100 Pro hier. Auch so ein Schützengraben gewesen. Wie viele arme Schweine mussten wir leben lassen? Völlig umsonst.